Ernährung ohne Zucker. Ernährung ohne Zucker ist so häufig ein Thema. Es gibt viele Bücher, die sagen zuckerfrei essen. Und viele kommen auch zu mir, darf ich kein Eis mehr essen, kein Schoko, keine Gummibärchen. Ein wichtiges Thema für mich ist, dass das nicht so das Problem ist. Wenn du dir mal eine Zuckerbombe gönnst, die für dich offensichtlich ist, wo du weißt, ah, da ist jetzt wirklich Zucker drin. Was mein Anliegen ist, ist, dass die ganzen versteckten Zucker und Salze in der verarbeiteten Lebensmittel, die sind das, was du vermeiden solltest. Weil wenn du das schaffst, dort zuckerfrei zu bleiben, dann hast du auch gar kein Problem mehr, mal zu sagen, ich gönne mir mal die Schokolade, ich gönne mir mal die Gummibärchen, als Belohnung in Anführungszeichen. Obwohl ich sagen muss, das ist eigentlich auch ein Fehler, immer zu sagen, ah, ich belohne mich jetzt mal mit was. Weil dann denkst du, das ist ja was Gutes, was du jetzt isst, die Gummibärchen. Ich habe das so gemacht, ich habe immer Gummibärchen abends gegessen, ohne Ende. Und Cola getrunken, auch viel, viel Cola getrunken. Und das sehe ich jetzt alles gar nicht mehr als Belohnung, sondern eigentlich eher versuche ich mir das als Strafe zu sehen, dass ich das essen müsste. Ich esse es also nicht mehr, weil ich es eigentlich umgedreht habe. Ich sage, ich belohne mich mit was Gesundem, mit was Gutem, weil das für mein Gehirn, für meinen Körper gut ist und für meine Emotionen, weil ich fitter bin. Und das ist eigentlich das, was ich dir da sagen will. Ernährung ohne Zucker, gucke nicht auf die offensichtlichen Zucker, sondern gucke auf die Zucker, die versteckt sind. Die, wo man dich reinlegen möchte. Da, wo man sagen möchte, hey, du weißt gar nicht, dass hier in dem Ketchup unglaublich viel Zucker drin ist. Oder du weißt gar nicht, dass sogar in der Salami Zucker drin ist. Und das sind die Dinge, die ich dir ans Herz lege. Mein Tipp, und dann ist das Video auch schon rum, guck hin auf die Zutatenliste. Wenn da mehr als 5 Zutaten ist, dann weißt du, es ist ein viel zu stark verarbeitetes Lebensmittel. Nimm die Sachen pur, süße sie dir, salze sie dir, mach es so, dass du das für dich adaptieren kannst, dass es für dich gut schmeckt, und nehme nicht den 0815 verarbeiteten Kram, die dich dazu bewegen, wieder Heißhunger zu bekommen, wieder den Jojo-Effekt zu bekommen und dich dazu bewegen, eigentlich nichts Gutes für dein Gehirn, deine Emotionen, deinen Körper zu tun. Das ist meine Empfehlung für zuckerfrei essen. Da gibt es natürlich noch ganz viele Prozesse, wie du dazu hinkommen kannst, zuckerfrei zu kommen, weil es ist ein Prozess, der dauert über eine gewisse Zeit. Wenn dich das Thema interessiert, wie du wirklich komplett zuckerfrei werden willst, wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, ich beantworte sie dir alle und dann kann man auch gemeinsam den Weg gehen, dass du zu einer gesünderen, besseren Lebensweise kommst und dass es dir einfach viel, viel, viel besser geht. Ja, das war das Video. Ich freue mich, wenn du das likest, wenn es dir gefallen hat, wenn du meinen Kanal abonnierst oder wenn du es Freunden weitererzählst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dein Frank.